Willkommen zu deiner Meditation. Und wie immer lade ich dich zu einer Meditation ein, die zu unserem heutigen Thema passt. Weltzentrik, kosmozentrik. So viele Menschen, wenn sie das hören, wissen instinktiv, ja, das ist die Richtung. Dahin müssen wir uns als Menschen entwickeln. Und doch ist oft die Frage da, wie kann ich das als Einzelner tun? Wie komme ich denn aus meiner Egozentrik raus? Und eine der für mich schönsten und gleichzeitig einfachsten Methoden ist die Mitgefühlsmeditation. Die kommt aus dem Buddhismus. Traditionellerweise wird sie von den Buddhisten immer am Ende ihrer klassischen Meditation durchgeführt. Das heißt, wenn sie sich selbst gesammelt haben, wenn sie die Energie konzentriert haben, dass sie dann am Schluss diese Weisheit, diese Achtsamkeit mit der ganzen Welt teilen. Und das möchte ich heute gerne mit dir machen. Die Mitgefühlsmeditation ist besser durchzuführen im Sitzen. Das heißt, ich lade dich ein, dir eine aufrechte Position zu suchen, in der du aufrecht und gleichzeitig entspannt sitzen kannst. Und wenn du sitzt, schließ deine Augen und schau nochmal, ob du etwas an deinem Körper verändern möchtest. Vielleicht nochmal ganz bewusst dein Rückgrat etwas aufrichten, beim Ausatmen die Schultern entspannen. Und wenn du es noch nicht getan hast, dann lass beim nächsten Ausatmen deine Augenlider sinken. Lass uns zu Beginn erst einmal ein paar Mal ganz bewusst, vielleicht sogar etwas tiefer Luft holen. Und beim Ausatmen ganz bewusst den Körper etwas mehr entspannen. Und dir vorstellen, dass dein Bewusstsein hier einfliegt. Genau dort, wo du sitzt. So ein Teil deiner Gedanken ist vielleicht noch mit dem beschäftigt, was du eben gehört hast. Oder vielleicht mit dem, was du heute im Laufe des Tages erlebt hast. So stell dir vor, dein Atmen zieht deine Aufmerksamkeit ganz sanft hierher in diesem Moment, in diesem Sitz und zu dieser Stimme. So stell dir vor, dass dieser Moment jetzt gerade die Zeit einhält. So für einen kostbaren Moment musst du nirgendwo hin. Für einen kostbaren Moment musst du niemand sein. All die tapferen Anstrengungen, um jemand zu sein, dein Leben zu kontrollieren und das Leben zu verstehen, so für jetzt kannst du sie einfach loslassen. Genieß es für einen Moment, einfach nur hier zu sein. Ohne Namen, ohne Rolle, ohne Aufgabe. Einfach hier sein. Und erlaub dir für einen Moment zu spüren, wie oft du dich in deinem Leben anstrengst. Wie oft du versuchst, es richtig zu machen. Wie viele Aufgaben du täglich zu erfüllen hast. All das kann jetzt zur Ruhe kommen. Und ich möchte dich auch einladen, mal ganz ehrlich zu sein und mit dir anzuschauen, wo in deinem Leben du noch hart mit dir selbst bist, unzufrieden mit dir. Dich innerlich richtest, dich innerlich vorantreibst, wie ein Esel, wie ein Arbeitsesel, dir innerlich erzählst, was du alles noch nicht geschafft hast, was noch besser gehen muss, so schneller werden muss, noch erfolgreicher. Und
Ich lade dich ein, für einen kurzen Augenblick ganz ehrlich zu spüren, wie weh es tut, wenn wir uns selbst nicht lieben, wenn wir hart mit uns sind. Und wenn du möchtest, kannst du auch das jetzt loslassen. Und dann konzentriere dich für eine Weile auf dein Herzzentrum. Es ist ungefähr auf der Mitte deiner Brust, auf der Höhe deines Herzens. So, wenn du da hinatmest, ist es sehr wahrscheinlich, dass es sich dort energetisch etwas dichter anfühlt zum Rest. Als wenn es etwas wärmer wäre. Manchmal, wenn wir da hineinatmen, fängt es auch an zu kribbeln. Es ist wie eine warme Wolke aus Energie. Und wenn du möchtest, kannst du dir sogar vorstellen, dass dein Herzzentrum eine Farbe ausstrahlt. Eine Farbe, die dir gut tut. Und jetzt atme da hinein und stell dir vor, dass dein Herzzentrum die Quelle ist von einer ganz sanften Form von Liebe. So wie eine ruhige Mutter ihr Kind liebt. Egal, was es tut. Und du atmest in dein Herz. Und während du das tust, erlaubst du deinem Körper, weicher zu werden. Schultern können sich entspannen. Das Gesicht kann weicher werden. Und du atmest in dein Herz und du setzt Liebe frei, eine ganz sanfte Form von mitfühlender, vergebender Liebe. Und wer hat diese Liebe mehr verdient als du? Und dann stell dir jetzt vor, wie das warme Licht sich anfängt, in deinem ganzen Körper auszubreiten. Und du kannst es unterstützen, indem du wie eine liebevolle Mutter oder wie ein liebevoller Vater mit dir selbst sprichst. Du kannst dich mit dem ganz einfachen Spruch segnen: Mögest du einfach glücklich sein. Und du kannst deinen Namen dazu sagen, den Namen, den du am liebsten hörst. Du sagst deinen Namen, atmest tief ein und beim Ausatmen denkst du, mögest du aufrichtig glücklich sein. Und dieser Segen wirkt wie ein Schauer von Liebe, der sich in deinem Körper ausbreitet. Und du spürst, wie gut es dir tut, wenn du weich, wenn du liebevoll mit dir selbst bist. So, wenn du möchtest, ist das eine gute Gelegenheit, dir selbst alles zu verzeihen. Alle Fehler von heute oder gestern und dich von innen heraus mit diesem warmen Licht zu liebkosen, sanft deinen Namen auszusprechen und dann mögest du aufrichtig glücklich sein. Und jetzt stell dir vor, dass dieses Licht, was sich in deinem ganzen Körper ausbreitet,
vom Kopf bis zur Zehe, dass dieses Licht anfängt, über die Grenzen deines Körpers hinweg zu strahlen. So sieh dich da selbst sitzen, ein kleiner, leuchtender, liebender Buddha, ein friedvoller Mensch, der die Zeit eingehalten hat. So stell dir vor, wie das Licht jetzt immer mehr wird, so als wenn du eine kleine Sonne von Mitgefühl bist. Und ich weiß nicht, ob du allein lebst, ob andere Menschen mit dir zusammenleben. Aber ganz sicher wohnen in deiner Nähe Menschen, vielleicht deine Nachbarn. Und jetzt stell dir vor, wie das Licht, was du jetzt gerade fühlst, sich anfängt, in dem Raum auszubreiten, in dem du sitzt, durch die Mauern durchzustrahlen. Und dann stell dir einzelne Menschen vor, die jetzt gerade irgendwo in deiner Umgebung genauso sehnsüchtig glücklich sein möchten wie du, die vielleicht gerade zufrieden sind, vielleicht aber auch gerade leiden oder suchen. Es kann sein, dass einzelne Gesichter vor dir auftauchen. Und jedes Mal, wenn du so einen Menschen siehst, segne ihn. Wenn du seinen Namen weißt, sprich seinen Namen aus. Und dann sag aus deinem Herzen heraus, mögest du aufrichtig glücklich sein und fühle, dass jedes Mal, wenn du jemanden segnest, die Kraft in dir stärker wird. Und sieh, wie deine Liebe bei dem anderen ankommt, wie er lächelt, wie er sich entspannt, selbst wenn er nichts von dieser Meditation weiß, sei dir sicher, jetzt gerade kommt etwas bei ihm an. Und dann lass das Licht noch weiter strahlen. Im ganzen Haus, in dem du dich jetzt gerade befindest, leuchtet das Licht. Und darüber hinaus. So stell dir jetzt innerlich vor, wie das Licht anfängt, in der Straße, in der du wohnst, in der du jetzt gerade bist, sich auszubreiten wie eine warme Welle von Licht. Genau in der Farbe. Und du segnest die Menschen. Du segnest all die Menschen, die jeden Morgen aufstehen, die genau wie du ihr Bestes geben, die Antwort auf ihre Fragen suchen. Möget ihr alle aufrichtig glücklich sein. Und du segnest nicht nur die Menschen, sondern auch die Tiere, die Haustiere, die Vögel, die Würmer in der Erde, alle Tiere in deiner Umgebung, möget ihr alle aufrichtig glücklich sein. Und du schließt auch die Bäume und die Gräser mit ein, weil auch sie gehören zu deiner Welt. Auch sie sind Teil von dir. So sieh dich jetzt selbst von oben, ein leuchtender Buddha, über Quellen von Liebe, wie dein Haus leuchtet, wie die Straße leuchtet, ja wie die ganze Stadt, in der du lebst, von Licht durchflutet wird. Menschen, die heute Nacht auf der Straße schlafen müssen, du segnest sie. Menschen, die vielleicht gerade kurz davor sind, etwas Dummes zu tun. Du segnest sie. Und lass uns hoffen, lass uns wünschen, lass uns vorstellen, dass dein Segensgruß jetzt gerade einen Menschen dazu bringt, innezuhalten, an sich zu glauben,
eine neue Wahl zu treffen. Und dann lade ich dich ein, für einen Moment die Hunderten von anderen Trustees, die jetzt gerade auch an dieser Meditation teilnehmen, dir vorzustellen. So stell dir uns vor wie Punkte aus Licht, jeder in seinem Dorf, in seiner Stadt. In Deutschland, Österreich, Schweiz, aber auch in Schweden, in Ungarn, Großbritannien, Neuseeland, ja auch in Afrika. So sieh die einzelnen Punkte. Sieh die leuchtenden Buddhas. Und jetzt sieh auch noch die Menschen, die irgendwo anders, jetzt gerade in diesem Augenblick, wahrscheinlich sind es Millionen, die Augen geschlossen halten und meditieren, die Welt anhalten, die Liebe ins Netz geben. Und wie es eine Atmosphäre gibt, stelle jetzt die Noosphäre vor. Eine geistige Sphäre, eine Schicht aus Licht, die sich noch dünn und zart, aber immer stärker, immer leuchtender um den ganzen Planeten ergießt, verbindet, leuchtet, erinnert. Und für einen Moment sieh dich verbunden mit jedem einzelnen Menschen auf diesem Planeten, der es gut meint. Und spüre, wie sich dein Geist mit diesen vielen Geistern vereint, in dem Glauben daran, dass wir es als Menschheit schaffen können, liebevoll miteinander zu sein. Und sieh, wie dieses Netzwerk stärker wird. Fühle es. Fühle, wie die Energie, das Mitgefühl dieser Menschen jetzt bei dir ankommt und dich stärkt und dich segnet. Fühle, wie mein Mitgefühl, meine Liebe jetzt gerade bei dir ankommt. Wie all die Menschen, die jetzt gerade meditieren, die jetzt gerade beten, egal in welcher Religion oder ohne Religion, ihre Liebe dir zukommen lassen. Und wie du sie beschenkst. Und wie immer mehr Menschen wach werden. Wie immer mehr Menschen sich geliebt fühlen. Wie immer mehr Menschen erkennen, dass jeder Einzelne von uns zählt, dass dort, wo wir laufen, die Entscheidung fällt. So fühl deine Liebe. Fühle, dass dein Herz dafür designt wurde, zu lieben, zu geben, nicht zu nehmen, zu verzeihen, zu verschenken. Und dass jedes Mal, wenn du segnest, wenn du liebst, deine Liebe stärker wird, dass du dich erinnerst, wie groß du wirklich bist, dass du in einem guten Sinne mächtig bist. Und dann gibt es einen Menschen in deinem Leben, der jetzt gerade deine Liebe besonders braucht. Und ich bin mir sicher, dass das Gesicht dieses Menschen jetzt bereits bei dir ist. Vielleicht ist es einer, vielleicht sind es mehrere. Und dann stell dir vor, dass du jetzt gerade für diesen Menschen meditierst. Dass du jetzt gerade deine Lebenszeit diesem Menschen schenkst. Und segne ihn. Schick ihm all deine Liebe. Mögest du aufrichtig glücklich sein. Vielleicht kannst du sehen, wie sich sein Gesicht entspannt.
wie er dankbar nickt, wie etwas bei ihm angekommen ist, weil du jetzt gerade die Liebe gewählt hast. Und dann lass all die anderen Menschen gehen, spüre dich hier sitzen und schenk dir noch einmal all deine Liebe. Bade in deiner Liebe. Erlaub dir zu spüren, wie großzügig du bist, wie viel Liebe da ist, wie viel Würde daran liegt, dich zu deiner Größe zu bekennen. Atme tief in dein Herz und bitte dein Herz, dich in den kommenden Tagen auf deinen Wegen, auf deiner Arbeit, in deiner Familie, wo auch immer du bist, an deine Größe zu erinnern. Bitte dein Herz, dir zu zeigen, wie liebesfähig du bist und alle Menschen, die dir begegnen, bekannt oder unbekannt, zu segnen und so die Wege deines Lebens zu laufen, dass selbst die Bäume am Wegesrand deine Sanftheit spüren, die Blumen innerlich lächeln, weil sie deinen Frieden spüren. Bring die Liebe überall hin. Verschenke sie, damit sie mehr wird in dir. Und erlaub dir heute nach der Meditation noch ganz liebevoll mit dir zu sein. Alles, was du tust, ganz sanft, ganz milde zu tun. Und wenn du willst, auch mit geöffneten Augen noch einige Male zu dir zu sagen, hey, mögest du jetzt aufrichtig glücklich sein. Und dann atme noch ein paar Mal tief durch, ganz sanft und tief. Kannst den Körper etwas regeln, wenn du möchtest. Und öffnest deine Augen. Du bist wieder voll hier. Gleichzeitig sehr wahrscheinlich viel entspannter. Es kann sein, dass du das Gefühl hast, du hast deine alte Last losgelassen. Und du fühlst dich gerade viel offener für dich selbst und deine Umgebung. Danke für dein Vertrauen. Ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag. Mögest du aufrichtig glücklich sein.